Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Die Kaninchenausstellung des Ortsvereins RKZV M3 Bützow findet vom 6. bis zum 8. Oktober in der ehemaligen BHG Sporthalle in der Bahnhofsstraße in Bützow statt. Die Besucher erwarten unter anderem viele verschiedene Rassekaninchen sowie eine Punktchecken-Clubschau. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung findet am 6. Oktober in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, am 7. von 9 bis 18 Uhr und am 8.10. dann noch einmal von 9 bis 13 Uhr statt. Die Kreishandwerkerschaft Güstrow hat am 21. September die Auszubildenden in den Gesellenstand erhoben. Alte Tradition in neuer Location. Die jährliche zentrale Freisprechung von Lehrlingen im Handwerk fand erstmals in den Räumlichkeiten von das Studio 2 statt. Kreishandwerkermeister Rainer Müller sprach die Lehrlinge in den Ausbildungsberufen Dachdecker, Elektroniker, Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer, Tischler, Kfz-Mechatroniker, Metallbauer sowie Land- und Baumaschinenmechatroniker von ihren Verpflichtungen frei und erhob sie in den Gesellenstand. Seine Begrüßungsrede nutzte Rainer Müller, um auf die Bedeutung des Handwerks hinzuweisen. Mit seinen rund 1 Million kleineren und mittleren Betrieben mit ca. 5,6 Millionen Beschäftigten bilde das Handwerk das Kernstück der deutschen Wirtschaft, sagte er. Landrat Sebastian Konstin rief die frisch gebackenen Gesellen auf, die Chancen, die ihr Beruf bietet, zu nutzen und möglichst in der Region zu bleiben. Danach ging es an die Ausgabe der Gesellenbriefe und an die Ehrung der Besten. Da musste Christian Arnst vom Ausbildungsbetrieb Tischlermeister Tobias Lehnke aus Güstrow gleich dreimal auf die Bühne. Er erhielt seinen Gesellenbrief, wurde als bester Lehrling der Tischlerinnung ausgezeichnet und war obendrein Jahrgangsbester. Mit der Note sehr gut erreichte er eine viele Jahre nicht mehr dagewesene Prüfungsleistung. Und das nach nur 2 von eigentlich 3 Ausbildungsjahren. Mit seinen 42 Jahren ist Christian Arnst etwa doppelt so alt wie seine Mitlehrlinge. Wie kam es, dass er sich jetzt erst für die Ausbildung zum Tischler entschieden hat? Ich war lange Jahre lang im Gallerbau tätig, habe vorher ein Kunststudium gemacht und da musste man sehr viel Zeit rein investieren und bin daher im Gallerbau gelandet und wollte da aber auch nicht ewig bleiben. Bin dann über Umwege, weil ich dem Handwerk treu bleiben wollte und ich musste was mit meinen Händen machen, bin ich dann beim Tischler gelandet bei der Ausbildung. Genau. Sie haben das in 2 Jahren absolviert, was Sie normalerweise in 3 Jahren machen. Wie erging es Ihnen denn während der Ausbildung? Ich sag mal so, meine Lebensgefährtin musste ein bisschen was erdulden. Ich war vielleicht auch manchmal ein bisschen gereizt. So. An der Stelle auch nochmal Danke auch an meinen Chef. Ja, das war doch tatsächlich manchmal recht stressig so und auch von der Schule her, man musste dann in den Jahren springen. Corona kam auch noch ein bisschen mit dazwischen, aber es ließ sich eigentlich trotzdem ganz gut managen. Muss halt ein bisschen dranbleiben, aber es war schon machbar alles. Ja. Nun haben Sie ja eine wichtige Etappe geschafft. Wie geht es denn weiter? Also wollen Sie vielleicht selbstständig werden? Bleiben Sie in Ihrem Ausbildungsbetrieb? Wollen Sie vielleicht Meister werden? Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht? Tatsächlich ist der Plan, mich ein bisschen treiben zu lassen, jetzt erstmal. Also nicht im Sinne, dass ich lethargisch werde oder sonst irgendwas, aber ich bin mit meinem Betrieb sehr zufrieden. Mein Chef hat mich auch übernommen. Ich bin da sehr gerne und würde jetzt tatsächlich erstmal 2, 3 Jahre ein bisschen schauen, wo mich das alles so hintreibt, was ich so für Türen öffnen eventuell noch und dann eventuell weiter entscheiden. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich eventuell nochmal den Meister hinten dranhänge oder nochmal eine Fortbildung mache. Für den Moment soll es erstmal reichen, dass ich den Gesellen geschafft habe so, und dann schauen wir weiter. Insgesamt wurden 40 Lehrlinge geprüft. Davon erreichten 7 das Ausbildungsziel nicht. 5 Lehrlinge scheiterten in der theoretischen und 1 Lehrling in der praktischen Prüfung. Ein Azubi fiel gleich in beiden Prüfungsteilen durch. Von den verbliebenen 33 Lehrlingen erreichten 8 die Note ausreichend, 20 die Note befriedigend, 4 die Note gut und einer, eben Christian Arnst, das Prädikat sehr gut. Die Feierstunde, die mit einem kleinen Imbiss endete, wurde von der Güstrower Sängerin Rike Döring musikalisch begleitet. Pflege ist wichtig, das ist unumstritten, aber wie sieht optimale Pflege eigentlich aus? Sind genug Pflegeplätze vorhanden und sind diese erschwinglich? Sorgen wir ausreichend für Familie und Freunde und bereiten wir uns auf unsere Zukunft vor?
Um die zukünftige Pflegeversorgung im Landkreis Rostock zu planen, haben Sozialplanerinnen und Sozialplaner eine Umfrage gestartet. Und ihre Meinung zählt dabei. Alle sind eingeladen, bis zum 31. Oktober an einer kurzen, anonymen Online-Umfrage teilzunehmen. Ihre Teilnahme ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Pflege im Landkreis Rostock. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite des Landkreises. Woran merkt man, dass der Herbst vor der Tür steht? Richtig, wenn die Ernte auf den Feldern beginnt und damit dann auch die Erntefeste in der Region stattfinden. So auch am vergangenen Wochenende beim Trechower Erntefest. Wir sehen es aktuell überall auf den Feldern, dass die Erntearbeiten in vollem Gange sind. Die Ernte wird in vielen Orten mit einem freudigen Erntefest gefeiert. Bereits zum 29. Mal fand am 23. September das Trechower Erntefest statt. Traditionell beginnt die Feier mit einem Auftakt in Langentrechow. Um 14 Uhr setzte sich dort ein fröhlicher Festzug in Richtung Kurzentrechow in Bewegung. Der Ortsvorsteher Harald Krei ist begeistert von der großen Teilnehmerzahl. Ja, also gefühlt, denke ich, waren 85% des Dorfes unterwegs. Und das war ein sehr langer Umzug. Die Wagen kann ich nicht jetzt zahlenmäßig einordnen, aber es waren bestimmt 25 Wagen, schätze ich. Waren bestimmt. Und schön ist es immer, finden wir das auch, wenn die Kinder alle mit dabei sind. Auch mit den kleinen Wagen waren sogar welche dabei. Und das ist dann immer schön. Und die alte Tradition, dass die nicht einschläft, das finden wir eigentlich gut. Und deswegen werden wir auch dabei bleiben. Feuerwehr und Polizei sicherten die Straße zwischen den beiden Dörfern, damit der Umzug in Ruhe ziehen konnte. Neben zahlreichen Traktoren waren auch Reiter auf Pferden und zahlreiche Fußgänger dabei. Kurz- und Langentrechow waren eine Gemeinde ursprünglich und mit der Gemeindezusammenlegung mit Bennett und anderen Dörfern ist die Tradition in Kurzentrechow so geblieben. Wir wollen die Langentrechower nach wie vor mit einbinden und deswegen fangen wir da an. Und auch der ganze Ablauf ist so organisiert, dass die Langentrechower mit dabei sind. Angekommen in Kurzentrechow warteten die Glasbachtaler Blasmusikanten bereits auf die Teilnehmer des Umzuges. Feierlich wurde die Erntekrone in die Höhe gezogen und Harald Krei bedankte sich mit seiner Rede für die rege Teilnahme und den tollen Zusammenhalt in den Orten. Für ihn als Landwirt hat das Erntefest eine doppelt wichtige Bedeutung. Im kommenden Jahr wird dann bereits zum 30. Mal das Erntefest gefeiert. Ein Jubiläum, auf das sich schon jetzt viele freuen. Im Großen und Ganzen, denke ich mal, werden wir den Ablauf ähnlich behalten, wenn wir viel umstellen. Ist auch immer die Gefahr, dass es nicht so angenommen wird. Und ja, es wissen alle, die wissen alle, um 14 Uhr geht's los. Und dann, so wie heute, das war erfreulich, dass so eine große Teilnahme da vorhanden ist. Und das zeigt auch, dass die Leute auch zu den Landwirten stehen. Noch spielt das Wetter gut mit für die Landwirte, damit sie ihre Ernte einholen können. Drücken wir ihnen die Daumen, dass der schöne Altweibersommer noch ein wenig anhält. Am 5. Oktober sind nach jetzigem Stand 55 Unternehmen im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bützow vertreten und stellen über 130 Praktika, Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten vor. Die Studien- und Ausbildungsmesse findet in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt. Auf der Homepage der Schule gibt es eine Liste mit allen teilnehmenden Unternehmen. An der Messe nehmen Schülerinnen und Schüler der regionalen Schule Käthe-Kollwitz, dem Geschwister-Scholl-Gymnasium sowie der Förderschule teil. Eingeladen sind dazu natürlich auch deren Eltern. Die Messe steht aber auch anderen Familien aus der näheren Umgebung als Informationsmöglichkeit zur Verfügung. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Willkommen zu den Kulturnews.
Endlich ist es wieder soweit. Im Oktober taucht der Wildpark MV nach einer erfolgreichen Erstauflage 2021 wieder ein in ein buntes Farbenmeer. Freuen Sie sich auf ein fantastisches Lichtspektakel, atemberaubende Feuer- und LED-Shows, wandelnde Lichtgestalten, Aktionsstände und vieles mehr. Funkeln im Dunkeln erfolgt in diesem Jahr übrigens in der Zusammenarbeit mit dem City Management Güstrow. Die Veranstaltungen finden am 6., 7., 13. und 14. Oktober jeweils in der Zeit von 17 bis 22 Uhr statt. Unter www.funkeln-im-dunkeln.de kann man bereits jetzt seine Karten kaufen. Am 24. September wurde in der Miniaturstadt in Bützow das traditionelle Erntefest gefeiert. Es war eine gelungene Veranstaltung, dank der guten Vorbereitung, den vielen fleißigen Helfern, Sponsoren und Akteuren, sowie natürlich auch den vielen Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern, die für eine ausgelassene Atmosphäre sowie eine tolle Stimmung sorgten. Das Wetter spielte mit und sorgte dabei für eine lange Verweildauer der Besucher. Für den Förderverein und die BQG gab es sehr viel positives Feedback, was sie für die kommenden Veranstaltungen anspornt. Am 30. Oktober findet eine Nachtwanderung statt und am ersten Adventswochenende wird es wieder einen Weihnachtsmarkt in der Stadt geben. Am 2. Oktober um 18 Uhr eröffnet die Städtische Galerie Wollhalle im Rahmen der 22. Güstrower Kunstnacht eine neue Ausstellung. Unter dem Titel Hidden Places präsentiert der Hamburger Maler Jan Ratschat Bilder in Öl aus seinem Werkzyklus Nordische Kombination. In dieser Serie beschäftigt sich der Künstler mit den menschlichen Eingriffen in Hochgebirgen, polare Landschaften sowie Regionen mit Permafrostböden. Durch klare Linien und farbliche Kontraste hebt sich die Schönheit der Landschaften hervor und sensibilisiert gleichzeitig für diese Veränderungen mit den Veränderungen verbundenen Gefahren. Die Ausstellung ist vom 3. Oktober bis zum 7. Januar 2024 täglich in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Willkommen beim Sport. Am Wochenende vom 7. und 8. Oktober wird es noch einmal spannend auf dem Güstrower Inselsee. Beim Wassersportverein Güstrow 1928 e.V. finden gleich zwei Regatten statt. Zum einen das 19. Nebelbeil, bei der die Bootsklasse Pirat an den Start geht, und zum anderen die 12. Nebelwelle, bei der sich Seglerinnen und Segler im Einmannsegelboot Finn Dingi messen. Das sind auch die beiden letzten Regatten, die in diesem Jahr beim WVG stattfinden. Der Landessportbund lud Lehrerinnen und Lehrer zu einer Fachkonferenz Sport und Schule ein. Am 21. September veranstalteten der Landessportbund MV e.V. und seine Sportjugend die dritte Auflage der Fachkonferenz Sport und Schule in der Sportschule Güstrow.
Im Jahr 2023 lag der Schwerpunkt auf der praktischen Umsetzung der Fragestellung: Wie können Schul- und Vereinssport zur individuellen Förderung der motorischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gestaltet werden, basierend auf motorischen Tests? Dies folgte durch die Einführung des Projektes Bewegungscheck MV an einigen Modellstandorten im Land. Vom Landessportbund sind wir abteilungsübergreifend hier vertreten. Wir haben einmal Mitarbeiterinnen aus der Abteilung Bildung und Jugend und wir haben Mitarbeiter aus der Abteilung Sport, Sportentwicklung hier vereint. Und wir machen diesen Tag, weil wir aus den Schulen und aus den Vereinen die Akteure im Sport zusammenbringen wollen, die gemeinsam an der Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen arbeiten. Wie kam es zu dem Projekt Bewegungscheck? Wir wollten gerne diesen Verdacht, dass unsere Kinder ein Bewegungsdefizit haben, noch einmal wissenschaftlich untermauern. Das heißt, wir testen flächendeckend Kinder in den dritten Klassen in Mecklenburg-Vorpommern oder wollen sie flächendeckend testen, damit wir eine breite Datenanalyse machen können. Wie sind eigentlich die Bewegungsdefizite bei unseren Kindern in den motorischen Fähigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination? Insbesondere bei Drittklässlern hat man festgestellt, dass man in diesem Alter einen besonders guten Einfluss auf die motorische Entwicklung der Kinder nehmen kann. In einem ersten Durchlauf wurde der Check bereits an mehreren Schulen in unserem Land durchgeführt. Die Ergebnisse sind durchwachsen und unterstreichen den Verdacht, dass eine Förderung der Kinder wichtig ist. Was nehmen Sie mit aus dem Check? Die Kinder bekommen direkt, wenn der Test beendet ist, einen sogenannten Fitnesspass. Das ist wie so eine Urkunde, könnte man sagen. Und auf dieser Urkunde stehen dann eben diese 6 Test-Items drauf. Mit entsprechenden, wie so ein Diagramm kann man sich das vorstellen, dass man das auch einordnen kann. Wie bewege ich mich da in diesem Bereich? Bin ich überdurchschnittlich gut oder habe ich hier vielleicht ein kleines Bewegungsdefizit in dem einen oder anderen Bereich? Und das kriegen Sie mit dem Halbjahreszeugnis dann, diesen Fitnesspass, ausgehändigt, sodass Sie es auch mit nach Hause nehmen können. Und den Eltern dann zeigen und vielleicht die Eltern dann auch mal schauen, okay, was kann mein Kind ja eigentlich ganz objektiv, wo es vielleicht auch Nachholbedarf und wo müsste man mal intervenieren und es vielleicht auch unterstützen in seiner Entwicklung. Mit einem 6-Minuten-Lauf, Medizinballstoßen, Standweitsprung, einem Sprint, dem Sternenlauf und dem Einbeinstand werden die Kinder auf ihre Fähigkeiten getestet. Nach der Auswertung der Ergebnisse ist aber noch nicht Schluss. Ja, ganz genau. Also der Bewegungscheck, der endet für uns nicht nach Ende des Tests, ne, dass wir nur die Daten haben, sondern wir gucken ganz, ganz explizit auch auf jeden einzelnen Schüler. Und je nachdem, was sie so erreichen an Ergebnissen, kann man ja sehen, ob jemand ein Bewegungsdefizit zum Beispiel hat. Und diese wollen wir dann auch aktiv dann rausziehen und sagen, okay, pass auf, wir bieten dir hier ein Bewegungsförderangebot innerhalb der Schule an. Das kann eine Sportlehrkraft übernehmen, das kann aber auch einer vom LSB lizenzierter Übungsleiter sein, der das übernimmt und der dann sozusagen diesen Kindern ein Bewegungsangebot unterbreitet, wo sie sich selber einfach mal ausprobieren können und ihre eigene Sportart sozusagen für sich dann auch finden. Und das soll eigentlich das Ziel sein, dass wir sie so langfristig auch in Bewegung und Sport integrieren, dass sie sich da auch verbessern. Aber wir nehmen auch nicht nur die Bewegungsdefizitären damit rein, sondern wir bieten natürlich jedem Schüler auch was an. Das ist egal, ob das jetzt ein besonderes Talent ist, da haben wir extra Programme für. Aber auch der, ich nenne ihn mal Neutrale, der also im mittleren Bereich sich bewegt, auch der kann natürlich profitieren und kann auch ein Bewegungsangebot bekommen von uns. Die Fachkonferenz dreht sich aber nicht nur um den Bewegungscheck. Auch andere Workshops erfreuten sich reger Beteiligung. Ja, wir haben einmal den Workshop, der sich Bewegungscheck nennt. Das heißt, es wird den Sportlehrern gezeigt, wie der Aufbau dieser Teststation vollzogen werden kann. Dafür braucht man nämlich nicht viel Platz und es reicht auch der zeitliche Rahmen, den eine Schulsportstunde dafür bietet. Wir haben weiterhin 4 Workshops, die diese 4 motorischen Fähigkeiten behandelt. Also wir können zeigen, wie in den motorischen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination die Bewegungsdefizite beseitigt werden können. Also wir zeigen Beispiele, wie man das bewerkstelligen kann. Und in einem 6. Workshop wird gezeigt, wie die Uni Potsdam, die schon so ein Projekt, so ein ähnliches Projekt in Brandenburg betreut hat, welche Ergebnisse die bereits daraus gezogen hat. Und diese Ergebnisse werden wir in diesem Workshop hören. Kerstin May weiß, wie es mit dem Bewegungscheck und der Fachkonferenz weitergehen soll.
Also wir haben heute die dritte Fachkonferenz Sport und Schule. Die dreht sich eigentlich auch immer um die Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen. Wie wir mit diesem Projekt jetzt weitermachen, ob wir es immer im Rahmen der Konferenz Sport und Schule behandeln oder ob wir dort ein extra Format entwickeln werden, das steht noch nicht ganz fest. Auf alle Fälle merken wir ein großes Interesse. Wir haben vor 2 Jahren diese Idee des Bewegungschecks hier schon einmal gestreut, haben gemerkt, dass das sehr interessant ist für die Sportlehrer, aber auch natürlich für die Vereine. Und in diesem Jahr merken wir aufgrund der Teilnehmerzahl und auch aufgrund der Belegung dieser Workshops, dass dieses Thema Bewegungsförderung und auch der Bewegungscheck die beiden Workshops waren, die auch am meisten Teilnehmerzahlen zu verzeichnen haben. Der Landessportbund MV e.V. und seine Sportjugend sahen die Konferenz als wichtigen Schritt zur Verbesserung des Schulsports in Mecklenburg-Vorpommern. Thorsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes MV e.V., äußerte sich dazu positiv und freute sich, dass das Interesse am neuen Projekt Bewegungscheck MV so groß war. Der Güstrower Cross-Duathlon verdient seinen Beinamen das härteste im Norden nicht umsonst. Denn bei diesem Event müssen die Teilnehmer nicht nur zweimal eine anspruchsvolle 5 Kilometer Laufstrecke bewältigen, sondern zudem 27 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen. Dabei erwarten sie ständige Höhenunterschiede und abwechslungsreiche Untergründe. Am 14. Oktober können sich wieder alle Sportbegeisterten dieser Herausstellung stellen und beim 31. Cross-Duathlon teilnehmen. Der Start erfolgt in diesem Jahr übrigens bereits um 10 Uhr. Herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute melde ich mich einmal aus unserer reich gefüllten Gartengeräteabteilung, getreu dem Motto, ihr habt den Garten und wir das Werkzeug. Wir haben das Werkzeug, was ihr braucht, und zwar von den Marken Fiskars, wir haben Wolf Gartengeräte, wir haben Gardena und wir haben auch unsere tolle Eigenmarke Mr. Gardener. In dieser langen Regalwand findet ihr so ziemlich alles, was das Gärtnerherz zum Höherschlagen bringt. Ich möchte mal was ganz Tolles zeigen. Vielleicht der Tipp des Gartenmeisters, der höhenverstellbare Spaten von Fiskars. Das kennen die wenigsten, aber ist ein tolles Gerät. Ganz sauber, passt an jede Körperform. Große Menschen, kleine Menschen, ihr werdet ihn lieben. Dazu unsere tollen Gartengeräte von Wolfgarten. Wer die schon mal hatte, wird sagen, es gibt kaum was Besseres. Die haben das tolle Klicksystem. Wie es sich anhört, einfach mal Klick. So geht das, ruckzuck, kein Schrauben, kein Sammeln, einfach nur raus und fertig. Das gleiche gibt es auch von Gardena, macht auch riesig Spaß. Ich kann euch nur sagen, wenn der Garten euch ruft, dann kommt ihr mit dem besten Werkzeug aus dem Hagebaumarkt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Willkommen beim Wetter. Heute Abend ist es dicht bewölkt bei Temperaturen zwischen 18 und 19 Grad. Auch in der Nacht lockert es nicht auf bei Tiefsttemperaturen um die 12 Grad. Von Tagesbeginn bis zum Nachmittag ist es am Samstag ebenfalls wolkig bei Werten zwischen 11 und 18 Grad. Abends ist es teils wolkig, teils heiter bei Werten zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht ist es dann hingegen wieder dicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen um die 12 Grad. Am Sonntag zeigt sich die Sonne morgens nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel und Temperaturen um die 11 Grad. Im weiteren Tagesverlauf überwiegt von mittags bis zum Abend eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken, bei Werten zwischen 14 und 16 Grad. Auch in der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Tiefsttemperaturen um die 14 Grad. Hier geht es weiter mit unserem Best-of. Wir wünschen viel Spaß und ein schönes Wochenende. Willkommen in der Steakwerft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität
aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profi-Griller. Und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also kommt vorbei!